Leute, 500 Abonnenten ist auf jeden Fall wieder eine Verlosung wert. Ah, oh, hier sind eine scheiß Biester, die fliegen einen in die Fresse rein. Oh, scheiße, ist das windig. Ja. Leute, guten Tacho. Wie geht's euch? Ich hoffe, man kann mich hören. Ich habe nämlich wieder nur den Jethelm auf. An allererster Stelle erstmal vielen, vielen Dank, Leute. Ich habe endlich, oder wir haben zusammen endlich die 500 Abonnenten voll. Jetzt kann ich bald endlich so Community-Beiträge auf YouTube erstellen. Dann kann ich euch immer über alles informieren, was ich sonst auch auf Instagram mache. Leute, vielen, vielen Dank. Ich weiß noch, Anfang des Jahres, glaube ich, haben wir die 300 Abonnenten geknackt. Jetzt sind wir bei 500. Ich hoffe, das geht weiter so. Dann haben wir zusammen auf jeden Fall noch lange mega viel Spaß. Ja, ich wollte gestern schon fahren. Wir haben jetzt Dienstag, gestern war Montag. Leuchtet ein, ne? Alles, was mir oben fehlt, habe ich unten zu viel. Und ja, habe ich mit meiner Frau auf der gute Eisenschwein gesetzt. Und da gab es kein Lebenszeichen, überhaupt nichts. Ja, war wohl die Batterie leer. Geht doch nicht. Rotze leer. Habe ich wohl letzten Freitag vergessen, den Zündschlüssel auszustellen. Ich bin schon mal im Pannekopf, wa? Ja, es sind keine zwei Wochen mehr hin zum Rideout. Freitag gab es ja das kurze Video, wo ich im Mercedes gefahren bin. Und ja, wie gesagt, 21.05. Samstag, Treffpunkt 15 Uhr an der Tankstelle, Shell-Tankstelle in Rheinberg, Zandner Straße sowieso. Hausnummer habe ich schon wieder vergessen. schreibe ich auch hier in dem Video unten in die Beschreibung rein, Leute. Ich glaube, ich werde auch an dem Rideout auch mit dem Jethelm fahren. Scheiß auf Dual-Block-Möglichkeit. Oldschool. Ja, das war ja. Was habt ihr das gesehen? Ich gucke mich gerade nach Zeltplätzen um, wo man quasi auch mit seinem Motorrad dann und das Zelt an einem Ort ist, nicht dass es getrennt ist. Ich hoffe, da was rauszufinden. Über Instagram habe ich schon gerade oder heute schon ein paar Möglichkeiten geschickt bekommen. Danke an dieser Stelle dafür, Leute. Ja, ich hoffe, dass der ein oder andere kommt zum Rideout. Ich werde das nochmal auf Instagram posten. Was ich aber nicht mache, was der ein oder andere schon mal macht, wo ich mich dann wundere, dass dann so viele Bikes an so einem Rideout teilnehmen, obwohl der oder diejenige erst ein Video hochgeladen hat, gefühlt. Ja, die posten halt quasi wie so eine Art Einladung in alle möglichen Facebook-Gruppen und so weiter. So einen Kram mache ich nicht. Das ist nicht meine Art. Ich verteufel das auch nicht. Aber ich möchte wirklich nur mit den Leuten fahren, die meine Videos gucken oder mir auf Instagram folgen. Und nicht einfach nur mit Leuten fahren, die davon gar keine Ahnung haben, was ich hier mache. Ich mache nur Scheiße. Und einfach nur mit vielen Leuten fahren wollen, da will ich nicht. Und wenn ich dann nur mit einem Einzelnen bin, da weiß ich, der ist aber da, weil der mit mir persönlich fahren will. Und einfach eine coole Zeit verbringen will. Das wollte ich schon letztes Mal loswerden. Aber ist mir jetzt erst wieder eingefallen. Oh, Carrie macht einfach mega viel Spaß. Ach was, ja doch, Carrie, genau, ist richtig. Bitte helfen Sie mir. Hab jetzt auch schon das neue Rücklicht für die Z zu Hause liegen. Ja, sowieso Service-Sachen sind bestellt. Und dann schauen wir mal. Dann kriegt die Wilma jetzt bald einen neuen TÜV. Ich weiß nicht, ob ich es diese Woche noch schaffe. Ich hatte es eigentlich vor. Reifen haben noch genug Profil. Da brauche ich nichts machen. Erstmal. Aber die neuen Reifen liegen zu Hause. Werdet ihr bald sehen im Video auch alles. Ja, wie gesagt, wenn jemand Bock hat, noch mitzuzelten an dem
Abend von meinem Ride-Out. Kann er sich gerne anschließen. Wäre natürlich cool, wenn ich da vorher Bescheid weiß. So ein paar Tage vorher. Weil dann würde ich auf dem Campingplatz, ich denke mal, werde ich Wesel-Wald-Campingplatz nehmen. Nicht Wesel, sondern Xanten. Okay. In Xanten den. Ist nicht weit weg. Wenn mal was passiert oder so, dann kann man schnell reagieren und so weiter. Ich würde mich freuen, der Kollege aus Leipzig würde sich auch freuen. Und ich kann das immer noch nicht fassen, dass einer quer durch Deutschland fährt mit einer 125er, Leute. Der kommt mit einer 125er. Auch so eine 125er Shopper, Kawasaki, Elimini oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall auch ein cooles Teil. Auch so eine Oldschool Shopper, halt nur in klein. Und der kommt quasi mit dem Anlasser hier hingefahren. Da ziehe ich jeden Hut und jede Cappy, die ich habe, vor. Finde ich sehr, sehr krass. Und da frage ich mich, warum das Ganze so? Also das werde ich dich auf jeden Fall fragen, wenn du da bist. Finde ich sehr, sehr geil. Vor allen Dingen dann mit Zelt und allem drum und dran. Finde ich verdammt stark. Ich finde es heftig, Leute. Finde ich sehr krass. Ich freue mich auf jeden Fall schon wieder mega drauf. Mein zweiter Ride-Out. Und ja, hier wollte ich gar nicht langfahren, weil hier... Aber da ist übrigens der Treffpunkt, Leute. Für die, die letztes Jahr dabei waren, ihr kennt den noch. Ich werde da jetzt auch drehen. Und genau da sehen wir uns in anderthalb Wochen. Ziemlich genau, jetzt wenn ich hier links drauf fahre. Ziemlich genau hier links. Hier werden wir uns treffen, Leute. Ich hoffe, ihr seht doch alles. Ich habe jetzt schon länger nicht mehr mit dem Jethelm gefilmt. Könnte sein, dass es relativ hoch eingestellt ist. Da muss ich noch mal gucken mit den Einstellungen bis zum Ride-Out. Weil ich habe vor, das alles damit zu machen. Mit dem Jethelm. Der sieht zwar aus wie Mickey Mouse und wie eine Melone auf dem Kopf. Ich kriege dann einfach mehr mit von allem. Ich würde am liebsten meinen guten Jethelm nehmen, aber da will ich keinen Kleber für die GoPro drauf machen. Weil der ist nicht so dick. Warte, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt hier, aber hier ist halt... Der sieht aus wie eine Melone auf der Birne. Aber, ist halt so ein billiges Ding von Louis oder Polo oder was. Ich muss mal gucken, vielleicht mache ich einen Chest-Mount nach hinten noch. Weil letztes Mal mit der Aufnahme nach hinten an den Koffern, das war nicht ganz so geil. Nur wenn die Maschine nicht so stark vibriert hat, waren die Aufnahmen zu etwas zu gebrauchen. Gott sei Dank waren natürlich ein paar gute bei, die ich verwenden konnte. Aber nicht so viel, wie ich mir erhofft hatte. Bin mal gespannt, wer so kommt und auch eine Kamera dabei hat. Ich denke mal, dass Sackratas wieder kommen wird. Freue ich mich mega drauf auf meine Lieblingssackratte. Du fängst an zu onanieren. Und schade, dass Micha nicht kommt. Also jetzt heißt er nicht mehr Michael Makovec, sondern... Ja, also er heißt immer noch so, aber sein YouTube-Kanal heißt jetzt Perfect Mile, Leute. Ist ja auch in meinem Kanal irgendwo verlinkt. Habe ich auch nur zufällig gesehen, als ich ein neues Video geguckt habe. Ich so, hä, wer ist das denn? Und warum hat er das Foto? Und überhaupt, was ist das denn? Ja, das ist ganz heimlich umbenannt. Aber finde ich auch besser so. Also mir gefällt das. Ja. Was gibt's denn ansonsten noch? Ja, ich habe schon wieder so viele Themen, aber ich kann jetzt nicht alles hier in einem Video packen, weil das sind alles Themen, die sind auf jeden Fall ein Video wert. Jetzt auf jeden Fall wieder schönes Wetter. Ihr seht, ich fahre im Pullover. Gut, ich tucker jetzt hier auch nur durch die City. Das ist jetzt auch nichts Besonderes hier. Aber ich musste einfach jetzt schnell fahren und ein Video machen und vor allen Dingen Danke sagen, Leute. 500 Abonnenten. Ich hätte es mir nicht vorgestellt, dass ich überhaupt mal ein paar Abonnenten habe. Ich habe mich noch gefreut, wo die ersten 100 kamen. Und war sehr geil, das Gefühl. Und das hatte ich jetzt am... Wann war das denn? Ich glaube, Freitag war das, ne? Am Freitag hatte ich die 500 voll. Freitag Nachmittag oder Mittag. Letzte Woche. Ich habe mich gefreut wie ein Fisch. So, die letzten paar Abonnenten, die haben sich wieder hingezogen. Dann hast du gerade den 500. Jetzt sind direkt wieder 11, 12 Stück mehr. In kürzerer Zeit, sag ich mal. Ich muss aber dazu sagen, ich habe in letzter Zeit nicht ganz so regelmäßig Videos hochgeladen. Ja, ich habe immer mal eins hochgeladen.
Und da war jetzt natürlich auch viel von Mercedes, also wenig Motorvlogs. Kommt aber jetzt wieder, Leute, verspreche ich euch. Denn ich glaube, genau deswegen sind die meisten von euch da. Ah, oh, hier sind eine scheiß Biester, die fliegen einen in die Fresse rein. Ich habe jetzt auch nur ein Tuch vor dem Mund, dahinter das Mikrofon mit einer toten Katze und das war es. Mehr Setup habe ich nicht, was Ton betrifft. Dann nur noch meine Kamera oben drauf und fertig. Mehr gibt's da nicht. Ich habe ein ganz günstiges Mikrofon von Amazon, von Speedlink, das so wie, ach, keine Ahnung. Ich muss doch mal alles unten verlinken. Und weil nach dem Mikrofon, nach dem Ton, werde ich am meisten gefragt, also wirklich sehr oft, werde ich wirklich oft nachgefragt. Und werde ich auch mal verlinken. Ja, weil ich auch vorhatte, 500 Abonnenten, dann ist das ja jetzt auch eine Art Jubiläum, Leute. Leute, 500 Abonnenten ist auf jeden Fall wieder eine Verlosung wert. Ihr seid es mir auf jeden Fall wert. Ihr guckt meine bescheuerten Videos, sag ich mal. Und ja, dann werde ich jetzt, ich habe mir überlegt, ich werde einen 30-Euro-Gutschein an einen da draußen von euch verlosen. Entweder von Polo oder von Luis. Das kann der Gewinner dann entscheiden. Oder wenn ihr einen anderen Vorschlag habt, wovon ihr einen Gutschein haben wollt, oder der Gewinner, dann soll er mir dann einfach sagen. Auf jeden Fall verlose ich einen 30-Euro-Gutschein. Dafür müsst ihr eigentlich nur unten in die Kommentare schreiben mit Hashtag Ich bin ein Score-Pilot. Schreibt das unten mal auch hier in die Videobeschreibung rein. Ich lasse das mal, ja, 2 Wochen laufen. Also heute Freitag, den was weiß ich nicht was, wo dieses Video erscheint, ab heute 2 Wochen habt ihr Zeit, unter diesem Video an der Verlosung teilzunehmen. Und zwar, da gebt ihr Hashtag Ich bin ein Score-Pilot ein. Ja, und dann werde ich den Gewinner, so wie beim letzten Mal, wieder mit so einer Webseite da auslesen lassen. Und solltest du in der Nähe wohnen oder in der halbwegs Nähe und du Bock drauf hast, dein Gutschein dann persönlich entgegenzunehmen, dann können wir das gerne machen. Wenn nicht, ist das auch nicht schlimm. Und ja, oder wenn es auch nicht möglich ist, ne? Also ich werde jetzt hier keine 400 Kilometer fahren. Für 30 Euro, da macht ja auch keinen Sinn, Leute. Ja, mal gucken. So habe ich mir auf jeden Fall vorgestellt. Ja, was? Der ist aber rot gefahren. Immer diese Matschköppe. Leck mich am Zuckerli. Heute auf jeden Fall nochmal vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen da draußen. Und ja, Leute. Wir haben in den, warte mal, es sind ja schon 2 Jahre YouTube jetzt, ne? Aber da mache ich ein extra Video drüber. 500 Abonnenten in ungefähr 2 Jahren. Ich danke euch dafür. Ich danke euch jeden Einzelnen dafür, der von Anfang an dabei ist, der vor kurzem dazugekommen ist oder eben in der Mitte. Ich hoffe, ihr habt hier Spaß und ich kann ein bisschen für Unterhaltung sorgen oder für was auch immer. Oder vielleicht macht ihr auch euch auch über mich lustig. Aber Hauptsache, ich erfülle das, was ihr euch vorstellt in euren Augen. Und das reicht mir dann schon. Hauptsache, ihr guckt meine Videos. In dem Sinne, Leute, haut rein. Wir sehen uns im nächsten Video oder eben persönlich beim Rideout am 21.05. um 15 Uhr an der Tankstelle Shell in Rheinberg. Adresse ist auch unten nochmal aufgeführt.
Und wie gesagt, wer Bock hat, dann abends auch noch auf dem Stellplatz mit mir zu verbringen und mit dem Kollegen aus Leipzig. Weil nur deswegen mache ich das jetzt auch, weil er gesagt hat, er kommt extra aus Leipzig, hat nach dem Zeltplatz gefragt. Und dann habe ich gesagt, alles klar, ich zelte mit. Wenn du schon den Weg auf dich nimmst, dann lasse ich dich auch nicht alleine hier. Und fertig, Ende. Falls von euch, wie gesagt, einer Bock hat, kann sich gerne anschließen. Und dann könnte man abends noch zusammen, weiß ich nicht, eine Wurst grillen oder so. Und ein Bierchen trinken, ganz gemütlich. Ne, auf dem Campingplatz kann man jetzt auch keine Party machen, aber ich glaube, ich habe sowieso vernünftige Leute hier. Und Leute, wir sehen uns dann. Haut rein!